Hey Leute, ich bin's Phil und heute stelle ich euch mal wieder ein richtig cooles Texture-Pack in Minecraft vor. Und zwar heute mal das Texture-Pack Bigger Than Before. Und zwar befinde ich mich jetzt hier in der Version 1.8. Das heißt, das Texture-Pack ist schon ein bisschen länger draußen, habe ich aber erst vor kurzem entdeckt. Und ich denke mal, dass es noch nicht so viele von euch kennen. Auf jeden Fall ein Texture-Pack, wie der Name schon sagt, wo alle Blöcke sozusagen vergrößert wurden. Beziehungsweise ja nicht unbedingt vergrößert. Ich kann euch das mal zeigen. So sieht zum Beispiel der normale Grasblock aus. Also er ist nicht unbedingt größer als zum Beispiel jetzt das normale Default-Texture-Pack. Aber ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was ich meine. Hier ist zum Beispiel erstmal die ganz normale Welt und vielleicht merkt man ja so kleine Unterschiede schon. Ich werde auf jeden Fall noch gleich in eine Runde Skywars reingehen. Dort wird man auch nochmal so ein paar andere Items sehen und ich werde es mal mit diesem Texture-Pack hier ausprobieren. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal nach da vorne zu den Blöcken und ich zeige euch jetzt alles mal, so was verändert wurde in diesem Texture-Pack. Ich finde es auf jeden Fall echt richtig nice und auch jetzt schon mal zu Anfang, falls ihr mehr Bock auf solche coolen Texture-Packs habt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten könnt ihr sehr gerne noch alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie unter anderem Instagram, Snapchat, alles dazu auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach vorne zu den Blöcken. Und wir schauen uns die jetzt erstmal an und hier sehen wir zum Beispiel erstmal den Diablock, ein paar Erze und man sieht schon, das sind eigentlich ganz normale Blöcke, aber sieht so aus einfach, vor allem wenn wir mal ein bisschen weiter weggehen, als wenn es einfach vier einzelne Erze wären, zum Beispiel also natürlich bei dem Diererz, Golderz, Redstone-Erz und so weiter. Und es sieht einfach so ein bisschen größer aus, obwohl der Block eigentlich gar nicht größer ist, nur es wurden einfach mehr Erze reingemacht. Und das gleiche natürlich auch bei dem Diablock. Und das ist natürlich jetzt nicht nur hier bei den Erzen so, es ist wirklich bei jedem Block gemacht worden. Ich habe ja auch mit dem Fizzy Chickens ein Texture-Pack am Start, das zu 300.000 Abonnenten released wird, wo halt einfach alles groß gemacht wird an Items wie Schwertern, Waffen halt, alles mögliche. Und hier sind es halt eben alle Blöcke und sind nicht übertrieben groß, beziehungsweise wurden halt nur so verändert, dass die halt größer aussehen. Und das ist auf jeden Fall schon cool gemacht, wie ich finde. Also sowas habe ich bisher noch nicht in Minecraft gesehen. Und das Ganze ist auch wirklich bei jeder Steinsorte so, zum Beispiel hier bei dem gemeißelten Ziegelstein, genau, dann hier nochmal bei dem polierten Andesit. Und dann haben wir hier beispielsweise mal Schienen und das sieht jetzt so aus, als ob das einfach ja zwei Schienen nebeneinander sind. Und sind sie eigentlich auch, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Schiene. Das heißt, ich kann mir einfach mal ein Minecart jetzt nehmen, würde ich sagen. So, Lore nehme ich mir einfach mal hier direkt raus und ich platziere die jetzt mal auf die Schiene. Genau, und dann fährt es sozusagen auf diesen zwei kleinen Schienen und sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Dann haben wir hier natürlich auch noch zum Beispiel Pistons. Sieht zum Beispiel auch so aus, als ob es insgesamt vier kleine Pistons wären. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich nur ein Piston, wie man hier sehen kann. Und das gleiche halt natürlich auch bei den Dispensern. Die Falltür sieht auch so aus, als ob es vier sind. Und natürlich auch hier, okay, da ist jetzt ein Baum gewachsen, weil ich das Sapling hingemacht habe. Aber auf jeden Fall zum Beispiel auch bei dem Ofen, die Crafting Bench. Also da wird man auf jeden Fall jetzt noch gleich ein paar Items in Skywars sehen. Und unter anderem auch die Bäume. Also die sehen auch schon deutlich dicker aus. Und ich kann euch jetzt mal nur den Stamm zeigen und da sieht es halt auch so aus, wer hätte es gedacht, als ob es vier kleine Blöcke sind. Und das ist auf jeden Fall so das Prinzip von diesem Texture-Pack. Ich finde es echt richtig cool gemacht, habe ich davor noch nicht so gesehen in Minecraft und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in eine Runde Skywars rein und probiere einfach mal so ein paar Runden zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns gleich. Ich bin jetzt mal auf dem Gommes-Server und hier sieht man jetzt noch nicht so unbedingt Unterschiede, aber das wird man da jetzt auf jeden Fall noch gleich in einer Runde Skywars sehen, liebe Freunde. Und deswegen würde ich sagen, ja komm, gehe ich jetzt einfach mal auf die Map Ice Cream, let's go. Und schau mir als allererstes mal die Lobby an. Und hier kann man das auf jeden Fall schon deutlich sehen. Also hier sind insgesamt zwei Öfen und es sieht auf jeden Fall so aus, als ob es wirklich richtig viele Öfen sind. Hier zum Beispiel natürlich auch, genau, was kann man auch besonders gut sehen. Ja, das sieht auch vielleicht ein bisschen größer aus. Die Bäume natürlich, also alles wirklich insgesamt sieht ein bisschen anders aus. Man kann das halt nochmal im direkten Vergleich mit dem Default Texture Pack machen. Und jetzt porte ich mich mal gleich in die Mitte. Und genau, das TNT habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Kann ich auch mal gleich machen. Und, oh shit, okay, ich war in einem Block. So, beziehungsweise sah so aus. Okay, Leute, und wir looten uns ganz kurz mal die Kiste. Mal schauen, ob wir noch ein paar gute Sachen bekommen. Ich hoffe einfach mal. Und, so, okay, da vorne ist noch eine Kiste. Die wurde auch noch nicht gelootet, zum Glück. Und ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Der hat auf jeden Fall, was? Noch nicht mal irgendwie die meisten Kisten gelootet. Keine Ahnung, warum, aber ich habe schon mal eine echt gute Rüstung am Start für den Anfang. So, okay, Eisenstiefel habe ich schon. Und what the fuck macht er jetzt? Also, na komm, dann kann ich jetzt gleich mal mit dem kämpfen. So, der will sich jetzt noch ein bisschen weiter buddeln. Der schlägt mich jetzt nur mit der Hand. Aber, okay, der hat noch nicht mal ein Schwert am Start. Was macht der denn bitte schön? Okay, alles klar. Wir haben noch drei Dias. Leider fehlt uns noch ein Dia. Suche ich jetzt mal vielleicht in die Kisten. Kann es sein, dass der wirklich keine einzige Kiste gelootet hat? Ich glaube mal schon. So, komm, XP kann ich mir auch noch ein bisschen gönnen. Und ansonsten, okay, da will sich in die Mitte porten.
So, und ich habe, glaube ich, mal nichts zum Werfen, sehe ich hier gerade. Okay, ganz ehrlich, Leute, kommen wir. Holen uns nochmal so ein paar Items hier. Genau, die Eier hier in der Kiste. Und wo ist der jetzt hin auf einmal? Hat er sich geportet oder? Okay, keine Ahnung, da ist einer gestorben. Ich habe keine Ahnung. Aber, okay, doch, da ist jemand. Was? In der Mitte? Und er hatte mega krasse Sachen. Und sogar ein Dia-Schwert. Er hat sich aber einfach ausgelockt, beziehungsweise während dem Rennen. Das war auf jeden Fall komisch. Also keine Ahnung, ob der gekickt, gebannt worden ist, was auch immer. Aber gut, Leute, den haben wir auf jeden Fall jetzt auch sozusagen bekommen. Die Items eher gesagt. Und ansonsten sind wir echt schon mal krass ausgerüstet. Wir gehen jetzt mal gleich zu dem nächsten Spieler. Und der ist da oben. 4 Spieler leben jetzt noch. Und ja, ich kann euch ganz kurz nochmal das TNT zeigen. Also sieht zum Beispiel auch ein bisschen größer aus, auf jeden Fall als normal. Und ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ich habe jetzt 4 TNT platziert. Komm, kann ich ganz kurz mal anzünden. So, ich sollte auch dazu natürlich auch weggehen. Wäre ein bisschen... Oh shit. Okay, und ich denke mal, das reicht auf keinen Fall, oder? Der wird jetzt... Was? Der hat den einfach so... Oh shit. Okay, der wollte sich teleportieren. Hat es aber leider nicht geschafft. Und okay, ich habe aber noch eine Enderperle am Start. Ich weiß nicht, soll ich die für den benutzen? Kann ich natürlich mal machen. So, Goldapfel habe ich auch noch. Und... Oh shit, da will sich hier hochbauen. Und treffe ich den vielleicht? Ich glaube mal... Okay, nee, die Eier reichen leider nicht ganz. Okay, da muss ich mich nochmal ein kleines bisschen rüberbauen. Und ich hoffe mal, dass ich den jetzt gleich bekommen werde. Und der andere Spieler, okay, der ist da vorne mit einer vollen Dia-Rüstung auch am Chillen. Also ich weiß nicht, der schaut einfach nur in die Mitte. Ist der vielleicht AFK? Zudem können wir uns eigentlich auch porten. Aber, ja, wobei, ich weiß nicht, der... Komm, wir gehen einfach mal zu dem. Aber, ja gut, Leute, komm, dann porte ich mich jetzt einfach mal mit der Enderperle. So, reicht auf jeden Fall. Und der ist jetzt da vorne. Und der hat die gleiche Rüstung wie ich. Aber ich denke mal, ja, den dürfte ich auf jeden Fall bekommen, wenn ich ihn auch nicht so runterschlage. Okay, sehr schön, Freunde. Und ansonsten, okay, warte ich jetzt einfach mal so, bis der nächste Spieler kommt. Beziehungsweise, okay, der kommt nie im Leben. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal wieder in die Mitte und muss mich leider rüberbauen. Das Glas natürlich sieht hier auch so ein bisschen anders aus. Also bei manchen Blöcken sieht man das halt extrem, bei manchen nicht so gut. Aber ihr könnt natürlich eure Meinung auch mal dazu gerne in die Kommentare schreiben. Wäre auf jeden Fall nice. Also ich finde das Textpack mal was anderes. Es sind halt Default-Items, ganz klar. Aber sieht auf jeden Fall anders aus. Und okay, dann gehe ich jetzt gleich mal zu dem letzten Spieler. Und leider hat er sich auch nicht rüber gebaut. Ist ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, die Spieler, die chillen da immer so ewig auf ihren Inseln. Besonders bei solchen Maps ist halt echt eine große 8x1er-Map leider. Da komm, dann springe ich jetzt einfach mal gleich so runter. Erst noch ein Goldapfel vielleicht. So, und dann gehe ich jetzt mal gechillt auf den drauf. Und ich denke mal, mit der Rüstung dürfte ich den auf jeden Fall auch noch bekommen. Ja, okay, 9 Herzen. Sehr nice. War auf jeden Fall schon mal eine nice Runde, liebe Freunde. Und ich würde jetzt sagen, wir probieren einfach noch eine Runde mit diesem Textpack aus. Ist auf jeden Fall echt nice. Und wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Runde. Was ich euch auch noch vorhin zeigen wollte, zum Beispiel hier die Pilze, die sehen zum Beispiel auch so aus, als ob da 4 Pilze sind, ist auf jeden Fall cool gemacht. Das gleiche halt auch bei den Setzlingen, wo vorhin der Baum gewachsen ist und, oh shit, das Enderman-Kit hat sich leider nicht gelohnt. Okay, eine halbe Dia-Rüstung habe ich schon mal, vielleicht hier noch ein bisschen Dias. Okay, immerhin eine Dia-Hose, bin ich auf jeden Fall mit einverstanden und, okay, 2 Goldäpfel jetzt noch, eine Enderperle. Okay, Leute, und dann porte ich mich jetzt gleich mal wieder zu dem nächsten Spieler. Ja, komm, ganz ehrlich, Leute, ich mische mich da gleich mal mit ein. Ich brauche auf jeden Fall hier die Dia-Stiefel. Aber, ja, okay, so bekomme ich die auf jeden Fall nicht, wenn ich den so runterschlage. Aber vielleicht kriege ich ja den so. Okay, ich bin gespannt, also... Komm, ich baue mich jetzt erstmal so ein kleines bisschen hoch. Und, oh shit, was macht der? Ich könnte ihn jetzt einfach so runterschlagen. So, zum Beispiel. Okay, gut. Und da ist er... Ist er gestorben? Okay, ja, doch, er ist gestorben. Ich glaube mal, der wollte sich irgendwie noch teleportieren. So, okay, wir jumpen hier rüber. Also die Blöcke könnten natürlich vielleicht noch ein bisschen größer sein. Also ich denke, oh shit, und da ist einfach jemand. Ich denke mal, das ist möglich. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und nein, der, okay, hat sich leider, ich habe den leider runtergeschlagen. Schade, sonst hätte ich auf jeden Fall jetzt die Dia-Stiefel bekommen. Ist das Textpack auf jeden Fall echt nice gemacht. Da Fizzy Chickens und ich, wie gesagt, haben ja auch ein Textpack dann für die 300.000 Abonnenten am Start, wo viele Items wirklich groß gemacht worden sind. Das kann man natürlich allerdings nicht mit diesem Textpack hier vergleichen, da das natürlich nochmal was komplett anderes ist. Und ist beides mal was ganz Cooles. Und okay, da ist auch jemand. So, komm, dann kann ich den jetzt auch mal vielleicht so killen. Ja, und jetzt habe ich endlich meine Dia-Stiefel. Sehr schön, Freunde. Und mal warten, bis der zu mir kommt. Ja, und der kommt sogar zu mir. Sehr schön, dann können wir den auch noch so killen. Und so, okay, dann kann ich jetzt auch nicht runtergeschlagen werden. Okay, und dann gehen wir jetzt gleich mal zu dem nächsten. Und das ist sogar was? Schon der letzte Spieler. Und mal schauen, was der... Er bleibt einfach... Okay, er bleibt doch nicht stehen. Und ist er runtergeflogen? Shit, das war richtig knapp. Okay, Leute, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ich habe mich jetzt einfach selber mit angezündet. Und mal schauen, ob der jetzt
sterben wird. Auch noch nicht. Und es wird auf jeden Fall echt ziemlich knapp. Der geht einfach, Junge, nein. Er schreibt einfach, Junge, nein. Der geht einfach nicht auf die andere Insel. Und jetzt vielleicht? Oh, das wird... Okay, Leute. Mit so einem Gegner kann man das auf jeden Fall gut machen. Der will einfach nicht weggehen. So, komm, vielleicht nochmal ein TNT. Und deswegen würde ich sagen, ja, komm, gehe ich jetzt einfach mal so auf den. Und zum Glück habe ich jetzt somit die Runde gewonnen. GG, war auf jeden Fall ein cooler Gegner. Und falls ihr darauf auch Bock habt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken. Unter anderem natürlich dieses Textpack hier und alle anderen Social Networks wie Instagram, Snapchat und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.